ein Zeichen, das wir auch brauchen auf europäischer Ebene. Herr Stadler. Herr Bundeskanzler, Innenpolitik wird zu Hause gemacht. Ich werde daher darauf verzichten, die Unterschiede in der Bewertung der Krise zwischen Ihnen und Ihrer Finanzministerin herauszuarbeiten. Aber was haben wir wirklich gemacht, um Ihrer Gesundbeterei entgegenzutreten? Was ist geschehen mit dieser Krise? Wir haben das Risiko verlagert auf den europäischen Steuerzahler. Wir haben Schulden abgewälzt. Wir haben mit Milliarden Zeit gekauft. Wir haben überhaupt nichts gelöst. Wir haben stattdessen eine Rekordarbeitslosigkeit in Spanien, Portugal, über 20%, bei den Jugendlichen über 50%, ich brauche die Zahlen nicht wiederholen, Nullwachstum, eine Politik der Schuldenvergemeinschaftung. Wir haben eine schwachbrüstige Bankenunion, die den Finanzsektor ausspart. Spekulanten müssen nichts wirklich befürchten. Wir haben keine Beteiligung des privaten Sektors in nennenswerter Höhe bis jetzt, obwohl man das in X-Ratsgipfeln den europäischen Steuerzahlern versprochen hat. Wir haben stattdessen eine Steuerflucht, der wir nicht einmal Herr werden. Kollege Doll hat es bemängelt, bekrittelt, bejammert. Geschehen tut nichts. Er hat selber keinen Lösungsvorschlag dafür. Und wir haben stattdessen Milliardenzahlungen seit Jahrzehnten an Krisenländer, die jetzt wieder Geld bekommen und deren Haftungen wir jetzt übernehmen, ohne dass sich dort Stabilität eingestellt hat, ohne dass dort eine strukturelle Änderung zustande gekommen ist und ohne dass sich dort die Budgets saniert haben. Stattdessen wird gesund gebetet. Herr Bundeskanzler, das hätten wir selber auch zustande gebracht. Dazu hätten Sie nicht eigens hier nach Straßburg reisen müssen. Das Wort hat jetzt für die EVP-Fraktion Herr Abgeordneter Milan Mon. Gracias, Presidente. Danke schön, Herr Präsident. Und ich danke auch dem Bundeskanzler ganz herzlich für seine Solidarität und für seine Überlegungen zur Zukunft Europas. Eine Zukunft, die heute sicherer ist als noch vor einem Jahr. Es ist einiges erreicht worden.